du Scheiße. Mommy is coming, Callum. Keine Antwort. I always wanted to ride this one. Never got around to do it before. Ja, ist ja jetzt genau die beste Zeit gerade. Ich halte das für keine besonders gute Idee, ehrlich gesagt, aber hey. Ich muss ganz kurz, ich muss mal ehrlich eben intervenieren. Mehr als der Horror in diesem Spiel interessiert mich eigentlich jetzt doch mehr, wie sich ihre Geschichte entwickelt. Es kommt mir fast so vor, ich weiß nicht warum, aber es kommt mir fast so vor, als hätte sie irgendwas getan. Und wir sind ja, glaube ich, gerade auch in ihren Gedanken irgendwie. Und sie scheint ja irgendwie geistig lediert zu sein. Irgendwas muss passiert sein. Und ich vermute fast das Schlimmste. Und jetzt erstmal in die Achterbahn. Die Spirale nach unten. What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? I? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Vermute mal, wir wurden gerade zum Kreissaal gefahren. Alter, was war das denn bitte? Okay, ich mag das Spiel. Das Setting hier ist einfach nur der morbide Bilderrahmen von allem, was hier gerade passiert. Take Flashlight. Oh nein. The witch awaits. Und ich vermute mal, wir müssen jetzt in die Horrorshow. Na gut. Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. They are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can't save him. There will be pain,
But I love him, and in the end, he will understand why. And in the end, he will understand why. I love him, and in the end, he will understand why. Muss er das Warum denn wissen? Muss er das denn verstehen? Mal ein bisschen spazieren gehen, solange wir noch können. Aber ich glaube, abseits der Wege ist hier erstaunlich wenig. I can help you, Callum. Don't let the witch put me in the oven. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt ins Village, ne? Sideshow Alley, genau. Hier sind so die kleinen Bütchen, die man so kennt auf Jahrmärkten und sowas mit Bälle werfen. Und natürlich gibt es Teddys zu gewinnen. The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. Cotton Candy Corpse leaves sour taste in Parko's mouth. Yesterday evening, visitors to Atlantic Island Park were shocked and horrified by the discovery of a dismembered corpse behind the cotton candy stand. Also hinter dem Zuckerwand, der stand, wurde eine Leiche gefunden ohne Gliedmaßen. According to the local authorities, the corpse has yet to be identified. However, they have confirmed that the remains appear to be those of a child. Es war ein Kind. Eine Kinderleiche ohne Körperteile. A true tragedy. Boah, Alter. Was ist denn das? Cotton Candy. Hier ist der Zuckerwattestand. Und hier wurde der kleine Körper gefunden. Poor bastard. Who did this to him? Ja, ich habe gerade so mit dem Jumpscare gerechnet. Ich komme nicht zurück. Nein, ich sehe ihn schon. Ich wusste, ich wollte gerade zurückgehen, aber da war der Weg versperrt. Ich gucke jetzt hin. Okay. Oh Gott, nein. Eins, zwei, drei, go! Okay. Okay, das war der Eisskulpturenschnitzer. War der Kopf des Kindes derjenige aus der Eisskulptur, der so schön gelächelt hat? Pickled Punks. Also sind wir gerade im Krankenhaus oder sind wir gerade im Krankenhaus? These are mine. Don. Das Tattoo mit dem Don auf dem Arm. Ach, leck mich doch am Arsch. Was? Say no to graffiti. Your mother not safe. Fuck gravity. Is afraid? Was? But his daughter is hot. I can taste your dreams. Destroy reality. So sieht es cool aus. Möchte man merken. Fear the boogeyman, stop picking your nose then. Don't believe anything they tell you. Are you better off than you were 4 years ago? Reagan 80. Only dead fish follows the stream.
Oh, Moment. So, Entschuldigung. Was zum Teufel? Da steht jemand und hier ist ein OP-Bett, was durch die Gegend fliegt. Ich glaube immer noch, wir sind einfach in unserem Kopf und wir haben Visionen. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken, ob sich hier irgendwas ändert. Nein. Der hätte einen jetzt sehr schön angrinsen können oder anlächeln können. Der hat aber noch alle seine Körperteile übrigens. Forgive me, Calm. Ist das die Hexe? Nein, ich glaube, das ist der Boogeyman, der mit uns in der Dingens saß, in der Achterbahn. Turn was? Turn around? Ich bin gerade ein bisschen irritiert, muss ich zugeben. Irgendwo schreit ein Kind. Don't touch me. Future Times. Belly button is the signature of your personal creator. I believe her name was Mama. Every 17th child is a magnet for sinfulness, made omniscient by broken fires in the coastal strain. We don't believe that the earth belongs to battered goats and Shamrock Afterbirth, only the truly naked Wrens of Righteous Negation are served by Warcross Cleavages. Was? Bei Laurel and Nobi. Was ist das? Nichts, aber nur eine Sackgasse. Mann, warum finde ich hier nichts? Wenn man sowas einbaut, wäre es cool, da irgendwas zu verstecken, was man vielleicht nicht gleich sieht. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist Carsten? Was ist mit Carsten? Ist Carsten tot? Ich nenne Column immer Carsten. All that you love will be carried away. Folge den Brotkrumen. Aber was sind die Krumen in dem Fall? Komischerweise kommen wir jetzt hier weiter, oder? Vorhin stand auch der Typ hier, der ist jetzt weg. Wir sind jetzt nur einmal außen rumgegangen. Man sollte vielleicht nicht einfach alle Pillen fressen, die in der Gegend rumstehen. Okay, wir gehen weiter. The park is a collage of contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes. And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Hear the children scream with joy. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears while a grinning carny pockets your hard-earned $5. And what secrets lie beneath the sullen waters of the lake?
The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. I'm not playing anymore, Callum! Keep them away from me! Wir müssen jetzt in das Horrorhaus. Und jetzt sieht man auch, es sieht links und rechts aus wie das Lebkuchenhaus. Wir sind also Gretel, wir müssen die Hexe in den Ofen schubsen und die Hexe will unseren kleinen Carsten essen. Achso. Huch. Das kam überraschend. Der erste Ladebildschirm, das heißt aber, dass uns jetzt noch ein größerer Abschnitt erwartet, wie es aussieht. Hinter uns ist auch mal zu. Okay. Read Page. Wir können also den Weg auch verlassen, das ist gut. Atlantic Island Park closes its gate. A jeering throng of townfolk gathered as we hung the heavy iron padlock on the gates. Small-minded fools, scared of what they don't understand. My machines lie silent and ejected, but I am not beaten. I have sent my wife and son back to Boston, and I have retreated here to the House of Horrors. I must think. Okay, der Inhaber des Parks ist offenbar, wollte sich nicht geschlagen geben. Der Park wurde geschlossen, aber der Inhaber des Parks wollte sich nicht geschlagen geben. Aus irgendeinem Grund hat er sich hier zurückgezogen im Park. Und zwar genau hier im House of Horrors. Also kann es eventuell sein, dass wir vielleicht den Besitzer des Parks verfolgen. Und vielleicht war er auch der Typ in diesem Kostüm. Da lief gerade Colin. Who was that? Okay, das ist jetzt eher süß. Oh, wir sehen uns. Alter, die Augen. Die Augen. Man kann hier einfach so rumlaufen, da steht so eine fette Maschine. Die Dinger sehen aber eher cool aus, oder? Okay, das war uncool. Die dürfen aufploppen, aber verschwinden. Einfach so dürfen die ja nicht. Für ein Buch? Kann ich nicht lesen, schade. Kommen wir hier durch? Wahrscheinlich nicht. Türen öffnen gehört nicht zu unseren Stärken. Was war das dahinter? Was war das gerade Ekelhaftes? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Da unten ist noch irgendwas. Vielleicht kam er daher. Ist das der Park-Owner vielleicht, der Typ? Auch der Typ auf dem Bild, den wir gerade gesehen haben? Ich warte mal drauf, dass wir kein Spiegelbild haben oder irgendwas. Oder irgendwas Verstörendes uns zurück anguckt.
Oder wir plötzlich vielleicht Klamotten aus dem Krankenhaus anhaben oder irgendwie sowas. Da warte ich eigentlich nur drauf. Okay. Okay, hier ist alles friedlich. So friedlich es hier eben sein kann. Oh, ich hasse es. Ich hätte es wissen müssen. Das ist scheiße. Wie so ein billigen Pappschild.